ein Märchen oder schon bald unsere Zukunft. Mein Name ist Rosemarie Kirner oder kurz Rosi Kirner. Ich komme aus dem nördlichen Teil von Bayern, genau aus der Oberpfalz, bin 51 Jahre alt und ich bin kein Mitglied von Skyway Group oder Skyway Capital. Das betone ich einfach, ich bin genauso wie der eine oder andere von uns hier Investorin, aber mit so einer Begeisterung, deshalb habe ich mich entschieden, hier dieses Webinar zu übernehmen. Unser Webinar wird aus drei Teilen bestehen, nämlich aus dem ersten Teil die Skyway Transporttechnologie, alles was damit zusammenhängt. Zweiter Teil, warum ist es interessant, Skyway Investor zu werden? Und im dritten Teil werden Sie Ihre Fragen loswerden können. In unserer Fragerunde. Hier wird mich dann die liebe Jana mit unterstützen, denn die eine oder andere Frage wird sie möglicherweise viel besser beantworten können. Okay, Moment, ich versuche mal. Es ist immer etwas eine Gratwanderung mit der Lautstärke, weil wir dann ganz schnell in die Rückkopplung kommen. Ist es etwas besser? Ja? Sehr gut. Also ich hoffe, dass wir hier nicht die Rückkopplung haben und dass ich das einigermaßen durchziehen kann. So, ich werde mich jetzt wieder mit Bild verabschieden, damit ich mich einfach besser auf das Wesentliche konzentrieren kann. Die Skyway Transporttechnologie, was verstehen wir darunter? Was ist das? Diese Technologie wurde vom Erfinder Anatoly Yunitskiy seit 1977 entwickelt und natürlich auch patentiert. Das heißt, er arbeitet bereits seit fast 40 Jahren an dieser Technologie. Der Vorteil liegt einfach in der Vielfalt des Designs und des Technologie-Know-hows und vor allen Dingen auch in eigenen patentierten Engineering-Lösungen. Jetzt erstmal zur Person Anatoly Yunitskiy. Wer ist er? Er stammt aus Weißrussland, ist ein Erfinder und vor allen Dingen ein Wissenschaftler. Er hat schon viele Erfindungen auch als Autor niedergeschrieben. Und zwar er ist Autor von 140 Erfindungen. Davon wurden 30 Erfindungen in der ehemaligen UdSSR zu einem wirtschaftlichen Nutzen für das Land durch ihre Umsetzung. Nämlich, man hat genau eben diesen Nutzen von 100 Millionen Rubel damit erreichen können. Er ist weiter Verfasser von 18 wissenschaftlichen Monographien und Verfasser von mehr als 200 wissenschaftlichen Arbeiten. Für den einen oder anderen, der vielleicht nicht weiß, was eine Monographie ist, eine Monographie ist eine wissenschaftliche Arbeit, die sich mit einem Gegenstand befasst. Er ist weiter Mitglied des Bundesverbandes der UdSSR Astronautics und das bereits seit 1986 und der Russischen Öffentlichen Akademie der Naturwissenschaften und das seit 2000. Außerdem ist er das, was uns natürlich interessiert, der Erfinder und der Chefingenieur des Skyway String Transportsystems, mit dem wir uns heute etwas näher auseinandersetzen. Was ist Skyway? Warum ist es für uns so interessant? Skyway ist ein modernes, vor allen Dingen ökologisches, angepasstes und sicheres Transportsystem auf der zweiten Ebene. Was verstehen wir darunter mit dem Begriff zweiten Ebene? Dass einfach der Transport nicht auf dem Boden stattfindet, sondern auf einer speziell konstruierten Stringstruktur, ähnlich einer Seilbahn zum Beispiel, in einer Höhe von 15 bis 30 Metern. Allerdings bestehen hier keine Analogien, denn diese Transportfahrzeuge bewegen sich auf Schienen, nicht wie bei einer Seilbahn. Wir sehen das hier mittig in diesem Bild, schön vom Turm aus. Man sieht hier diese Stringschienen und eben Hänge oder Hochbahnen da drauf. Und diese Stringstruktur bietet auch noch viele weitere, vor allen Dingen multiple Nutzungsmöglichkeiten, nämlich man könnte hier auch Strom, Internet oder weitere für die Infrastruktur des Landes benötigte Leitungen mit einbauen. In dem Bild ist auch sehr schön zu erkennen, dass man hier sehr viel Wert legt auf Grün, eben auf Ökologie als auf Natur, was ich persönlich einfach als sehr gut und schön finde. So, warum brauchen wir alle diese Technologie?
Das hat verschiedene Gründe. Zuallererst denke ich mal, ist der ökologische Aspekt ein wichtiger Aspekt, nämlich vor allen Dingen diese reduzierte Schadstoffemission. Wir sehen hier unten im Bild, oben fährt die Bahn und unten ja die Autos, die natürlich ihre Abgase abgeben und hier nicht unbedingt für eine umweltfreundliche Natur sorgen. Anders ist es mit unserer Bahn, die sich oben bewegt, die sehr, sehr energiearm bewegt wird, werden wir noch genauer hören heute. Und hier natürlich ein hohes Verkehrsleistungspotenzial haben. Wir haben weiter einen minimalen Verbau in der Erdoberfläche. Wenn wir jetzt die Straße damit vergleichen, was wir hier für einen Aufwand betreiben müssen, bis wir eine Straße ja errichten, hier haben wir lediglich diese Pfosten, die sehr wenig Platz brauchen und oben eben die Schienen. So kann man das Ganze einfach sehr gut in die Umwelt mit integrieren. Bedingt dadurch haben wir auch relativ geringe Baukosten und somit auch einen geringen Verbrauch an Baumaterial. Weiter hat diese Bahn einen relativ niedrigen Transportpreis. Warum? Bedingt durch diese niedrigen Kosten haben wir natürlich auch niedrigere Transportkosten und dazu hat diese Bahn auch wenig Bedarf eben im Vergleich zu anderen Transportmitteln an Energie und das schlägt sich natürlich auf den Preis nieder. Diese Bahn kann je nachdem, es gibt also verschiedene Möglichkeiten, eine entsprechende Geschwindigkeit bis zu 500 Stundenkilometer leisten. Nicht diese hier, das ist die Stadtbahn, aber zum Beispiel die Überlandbahn. Das lernen wir heute noch etwas näher kennen. Wir haben hier eine kurze Amortisationszeit. Was heißt das? Das Ganze wird rentabel bereits nach 3 bis 5 Jahren. Das heißt, die Erschaffungskosten sind finanziert und ab da kommt es nur noch finanziell zum Tragen zu unserem Vorteil. Und es ist topologieunabhängig. Das heißt, mit dieser Bahn kann man auch schwer erreichbare Orte anfahren und das ist eine der wichtigsten Eigenschaften dieser Transporttechnologie überhaupt. Man hat hier unendliche Möglichkeiten an Einsatz, an Einsatzmöglichkeiten. Hier sehen wir diese futuristischen Fahrzeuge. Als ich die das erste Mal gesehen habe, dachte ich, naja, was sind das für Fahrzeuge, die werden irgendwann mal in ganz, ganz weiter Zukunft vorstellbar sein. Nein, es ist bereits Gegenwart. Ich beginne rechts unten mit dem Unibike. Das Unibike ist das kleinste Fahrzeug. Es kann eine Geschwindigkeit bis zu 120 Stundenkilometer zurücklegen und fährt ab einer Distanz von 5 Kilometern. Es fasst bis zu 5 Personen. Und das ganz Besondere an diesem kleinen, leichten Fahrzeug ist, es kann auch mit Muskelkraft bewegt werden, nämlich durch Tretbewegungen. Deshalb Unibike, kommt von Fahrrad, von Treten. Links daneben sehen wir die Stadtbahn oder die Regionalbahn. Das heißt, ihr Einsatzgebiet ist eben im Stadtverkehr oder auch im Regionalbereich. Das sind einfach so, ich sage jetzt mal, um die 200 Kilometer Umfeld. Einsatz vielleicht von der Stadt zum Flughafen oder auch zu diversen Sehenswürdigkeiten. Sie erreicht eine Geschwindigkeit bis zu 150 Stundenkilometern und fasst eine Kapazität bis zu 100 Passagieren. Interessant ist auch, sie besteht eben aus 3 Modulen. Der eine oder andere hat es vielleicht schon im Vorfeld in diesen Videos gut erkennen können. Man kann hier eine Distanz eben zurücklegen bis zu 200 Kilometern und die Tageskapazität reicht bis zu 25.000 Passagieren. Es ist schon eine ganze Menge und wenn man sich vorstellt, dass diese Bahn zu Stoßzeiten alle 2 Sekunden starten könnte, das ist schon beachtlich. Das Ganze soll auch, so habe ich mir sagen lassen, nicht irgendwie durch einen Zeitplan geregelt werden, sondern es ist je nachdem, wie stark frequentiert eben die Bahnhöfe sind, desto häufiger fährt diese Bahn. Wie das genau gemessen wird, das entzieht sich meiner Kenntnis. Rechts oben sehen wir ein Frachttransportfahrzeug. Man sieht es auch ganz deutlich, es enthält keine Fenster, braucht man ja auch nicht für Fracht. Ich will nichts sehen. Und dieses Fahrzeug nennt sich Unicar. Der Einsatzbereich ist zum Beispiel für Schüttgut. Das werden wir gleich noch näher sehen.
Flüssiggas kann damit transportiert werden, auch Stückgut oder auch sogar Spezialfracht. Die Geschwindigkeit beläuft sich bis zu 120 Stundenkilometern und die Kapazität liegt bei bis zu 20.000 Tonnen. Das ist nicht wenig, das ist ungefähr die Kapazität, wie wenn Sie 10 LKWs beladen. Sie kann eine Distanz fahren bis zu 10.000 Kilometern und hat eine Jahreskapazität bis zu 200 Millionen Tonnen. Sie sehen schon, damit kann man schon eine Verkehrsleistung erbringen. Links im Bild sehen wir die Highspeed-Bahn, den Unibus. Diese Bahn legt schon Rekordgeschwindigkeiten zurück, nämlich bis zu 500 Stundenkilometern. Das ist schon fast Fluggeschwindigkeit. Hat eine Fassungskapazität bis zu 500 Passagieren und kann eine Distanz zurücklegen bis zu 10.000 Kilometern. Wo ist das Einsatzgebiet? Natürlich außerhalb der Stadt, hauptsächlich zum Verbinden der Großstädte, der großen Metropolen. Und die Tageskapazität, die ist auch hier enorm, nämlich bis zu 1 Million Passagiere. Eigentlich fast unvorstellbar, diese Zahlen. Und jetzt kommen wir zum Thema Sicherheit. Zum Thema Sicherheit haben wir erstens mal schon dadurch, dass diese Bahn oberhalb, das heißt auf der zweiten Ebene sich bewegt, haben wir das Problem der Kollisionen wie im Straßenverkehr schon mal ausgeschlossen. Also ein Stau oder ein Auffahrunfall oder eine Kollision mit einem Fahrrad oder einem Fußgänger, das ist hier eigentlich nicht möglich. Zusätzlich hat man natürlich, wenn man sich überlegt, mit welchem Tempo diese Bahnen fahren können, denkt man sich schon, oh, ist das Ganze denn auch sicher genug? Ja, man hat hier ein spezielles Anti-Entgleissystem eingebaut. Man sieht es hier in diesem weißen Kreis. Moment. Hier. Hier hat man noch ein Zusatzrad eingebaut. Dieses Zusatzrad läuft eben mit und stabilisiert so auch diese Spezialräder. Somit haben wir einfach das Ganze nochmal um das Zehnfache stärker gesichert. Ganz abgesehen davon eben, was sonst durch diese ganze Technologie an Sicherheit schon vorhanden ist. Wir sehen hier links im Bild eine Hochbahn und rechts im Bild sehen wir hier zum Beispiel eine Hängebahn. Und hier ist eben auch ein Teilausschnitt dieses Gleises. Das werden wir uns jetzt gleich nochmal etwas näher ansehen. Und zwar hier im Bild haben wir einen Querschnitt dieser Stringschiene, die Basis der ganzen Skyway-Technologie. Diese innovative Stringschiene, hier befindet sich in der Mitte ein String, das ist ein Bündel aus vorgespannten Stahldrähten. Das Ganze ist umgeben durch ein Befestigungselement und das Ganze ist dann wieder in einem etwas größeren Gehäuse, Schienengehäuse integriert und zur Stabilisation und Festigkeit hat man hier das Ganze noch eingegossen in Spezialbeton. Und obendrauf findet man das Stahlkopf-Schienenelement. Und hier drauf bewegt sich dann eben diese Bahn. Zur Stringschiene selbst. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten an Stringschienen. Einmal die flexible, schnittfreie Stringschienenstruktur. Das ist ähnlich wie bei einer Seilbahn. Muss einfach sich bewegen können. Dann gibt es die halbstarre, schnittfreie Stringschienenstruktur. Das ist zum Beispiel, wenn Sie jetzt irgendwie in die Höhe müssen, wo Sie etwas mehr Bewegung brauchen, aber trotzdem noch die starre, hängebrückenartig zum Beispiel, oder eben auf Überlandbahnen diese starre Konstruktion, wie man sie hier unten im Bild sieht. Links im Bild hat man noch die Elemente, wie es befestigt wird, eben die Hängebahn und oben eben, was wir links im Bild auch sehen, diesen Teil, wo also die Hochbahn drauf fährt. Wir haben hier noch links unten im Bild eine Formel. Was bedeutet diese Formel? Man hat einen Test gemacht, wenn man hier auf dieser Bahn mit dieser, also oben fährt auf dieser Hochbahn zum Beispiel mit Fahrzeugen, die bis zu 5 Tonnen schwer sind, also 5000 Kilogramm.
und würde diese Bahn eben, hier haben wir die Überlandbahn zum Beispiel, mit einer Geschwindigkeit von 450 Stundenkilometern fahren lassen, dann würde das bei einer Pneumatiktechnologie, das heißt mit Luftreifentechnologie, würde das einen Energiebedarf von 1100 Kilowatt benötigen. Hier nochmal 1100 Kilowatt. Hier. Unsere Bahn aber auf dieser Schienentechnologie braucht für die gleiche Leistung nur 9,2 Kilowatt. Also wenn man hier den Vergleich mal sieht, 9,2 zu 1100, das ist schon enorm. Hier sehen wir das Spezialrad, etwas aufgeschlüsselt für denjenigen, der sich hierfür interessiert. Ich kann jetzt hier die Teile nicht so im Einzelnen erklären, aber ich glaube, das ist auch gar nicht notwendig. Hier im Bild sehen wir Frachtcontainer, und zwar hier mit Stückgut werden die beladen. Man sieht es hier eben mit diesem Gabelstapler, der hier das Stückgut einlädt. Das Ganze bewegt sich dann eben schön langsam weiter, wenn er beladen ist. Dann haben wir auf dem nächsten Bild einen Transporter, der mit Schüttgut beladen wird. Und hier im Bild sehen wir nochmal eine Hochbahn, die ebenfalls mit Schüttgut beladen wird. Das Interessante ist, diese Bahnen bewegen sich langsam weiter und während des Fahrens werden die beladen. All das wird man auch später dann im Technopark, dazu kommen wir, nochmal demonstrieren. Und hier sind wir eben schon beim Öko-Technopark. Was ist der Öko-Technopark? Das ist eigentlich das Hauptprojekt im Moment. In diesen Technopark fließen derzeitig unsere Investitionsgelder. Und dieser Ökotechnopark hat eine ganz wichtige Rolle, spielt eine ganz wichtige Rolle. Warum? Wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, BMW beispielsweise bringt ein neues Auto raus. Wenn Sie das Auto vielleicht im Fernsehen sehen, in der Werbung, werden Sie sagen, super, sieht gut aus, würde mir gefallen. Den schaue ich mir mal näher an. Was machen Sie? Sie fahren zum BMW-Händler, schauen sich das Ganze an, setzen sich vielleicht mal rein, fahren Probe. Dann sagen Sie, okay, gefällt mir oder irgendwas passt mir nicht. Wenn das Ihnen gefällt, dann kaufen Sie das Auto oder bestellen Sie es. Genauso ist es natürlich hier auch mit dieser Transporttechnologie. Keiner kauft die Katze im Sack. Also man braucht eine Möglichkeit, um das Ganze zeigen zu können. Und für diese Präsentation und für dieses Zeigen können, brauchen wir diesen Öko-Technopark. Dieser Öko-Technopark ist veranlagt mit 300 Millionen US-Dollar und darin, also in diesen Park eben fließen derzeitig unsere Gelder. Ich werde ihn jetzt mal etwas näher erläutern. Also wie gesagt, er dient zur Präsentation, aber er hat auch noch einen weiteren wichtigen Zweck. Jedes Unternehmen, das eine Wertsteigerung haben möchte für seine Projekte, braucht eine sogenannte Zertifizierung. Das heißt, den Nachweis, dass einfach alles perfekt funktioniert, und dafür bekommt man dann ein Zertifikat. Und auch für diese Zertifizierung brauchen wir diesen Ökopark. So, ich beginne jetzt mal das Ganze hier zu erklären. Ich beginne hier links hinten. Wir haben eben diese Fahrzeuge gesehen, die werden hier im hinteren Teil gezeigt. Hier in diesem Gebäude wird wahrscheinlich die Beladung stattfinden. Man kann es hier nicht so deutlich erkennen, aber das ist, glaube ich, auch gar nicht notwendig. Und hier, das ist die Frachttransporttrasse. In der Mitte finden wir eine Strecke für die Stadt und den Regionalverkehr, und zwar hier einfach ein gerades Stück. Hier haben wir Kurventeile, denn diese Bahn fährt hauptsächlich geradeaus. Muss sie um die Kurve, dann braucht man hier speziell diese Teilstücke, die muss man dann einbauen. Und was wir hier auch noch sehen, hier, das ist diese Hängebrückenstruktur, also auch wenn es mal rauf geht über den Berg, wenn man irgendwo drüber muss. Auch das kann man hier gut zeigen. Und hier vorne haben wir eine ganz wichtige Strecke auch, nämlich die Hochgeschwindigkeits- und Stadtverkehrsstrecke. Wir sehen hier vorne den Bahnhof und dann beginnt hier diese lange Strecke. Sie ist aktuell gut 15 Kilometer lang, wurde aber ursprünglich veranlagt mit 30 Kilometern.
Warum 30 Kilometer? Natürlich, wenn man so eine Geschwindigkeit erreichen will mit bis zu 500 Stundenkilometern, das Fahrzeug muss starten, es muss beschleunigen und es muss zum Schluss auch bremsen. Aber dank der ständigen Weiterentwicklung in den Konstruktionsbüros hat man eine spezielle Technik entwickelt, nämlich diese Gravitationsmotorbremse. Und dank dieser Gravitationsmotorbremse, das ist eine Schwerkraftmotorbremse, konnte man dieses Teilstück auf 15 Kilometer verkürzen. Man hat hier 19 Pfosten verbaut eben und eben, wie gesagt, 15 Kilometer. Und wenn Sie bedenken, dass ein Kilometer so einer Strecke zwischen 2,5 und 3,5 Millionen kostet, dann können Sie sich vorstellen, was man hier an Kosten eingespart hat. Schon ganz schön viel. Also ich habe mir sagen lassen, aktuell bis zum jetzigen Baustand hat man bereits 45% der Baukosten, die veranschlagt wurden, eingespart. Also in der Regel ist es so, wenn man etwas baut, wird es teurer. Also ich finde es hier faszinierend, dass genau das Gegenteil passiert ist. Man hat auch in anderen Bereichen noch das ein oder andere weiterentwickelt, eingespart, aber das ist natürlich hier der größte Brocken davon. Dann sehen wir hier unten im Bereich eine Stringschiene. Das Interessante an dieser Stringschiene ist, hier hat man auch dieses Informations-, Kommunikations- und Energieversorgungsnetz mit integriert. Also hier hat man praktisch die Leitungen mit eingebaut, Stromleitungen, Telefon- oder Internetleitungen. Man sieht hier oben eine Hochbahn und unten eben eine Hängebahn und hier hinten sind zwei Transportelemente. Das Ganze, dieser Technopark, steht in Minsk für denjenigen, der es interessiert. Hier haben wir auch noch ein ganz interessantes Dokument. Und zwar hat Anatoli Junitski genau 15 Jahre gekämpft, um dieses Dokument zu erhalten. Nämlich die Anerkennung seines Lebenswerks, würde ich schon fast sagen, seiner Skyway-Technologie als innovative und einsatzbereite Technologie und den Start als Pilotprojekt. Die Mintrans, die dieses Dokument ausgestellt hat, das ist nichts anderes als in Russland das Verkehrsministerium. Er hat dort mehrere Stunden referiert, sein Projekt vorgestellt und hat jetzt endgültig eben diese Zulassung erreicht. Ein wichtiger Meilenstein in die richtige Richtung, dass das Ganze einfach bekannt wird und gebaut wird. Ein weiterer Meilenstein ist hier dieses Projekt in Australien. Hierzu gibt es auch eine ganz interessante Geschichte, die mir sehr gut gefällt, deshalb möchte ich sie erwähnen. Wir sehen hier rechts im Bild Rod Hook. Rod Hook war, ich glaube, bis vor 2 Jahren Verkehrsminister in Australien, ist aber nebenbei noch ja, Chef eines Transportunternehmens. Er wurde auf etwas unlautere Weise aus seinem Amt des Verkehrsministeriums ja, ausgehoben, ausgehebelt. Wie man so schön sagt, hat man etwas ja, unsanft hinaus katapultiert. Und das hat einiges an Rebellion ausgelöst in Australien, denn er war sehr, sehr beliebt. Und das Interessante ist, in seiner Stadt, wo er lebt, lebt auch eine Investorin von Skyway. Die Dame, habe ich mir sagen lassen, kommt aus Weißrussland ursprünglich und hat ihn über LinkedIn kontaktiert. Sie hat ihn gefragt, ob er sich vielleicht interessiert für dieses Skyway-Projekt, ob sie ihm da Informationen zukommen lassen dürfte. Er hat das Ganze als interessant gefunden, hat sich das angesehen und ist aufgrund dieses Kontaktes dann im vergangenen Jahr, im Herbst, nach Minsk gereist und hat sich dort vor Ort selbst überzeugt. Er war dann so begeistert von diesem Projekt, von dieser Technologie, dass er das Ganze dann in Australien vorgestellt hat. Er hat sich noch ein paar Leute gesucht und hat dort eine Tochtergesellschaft von Skyway gegründet, die Skyway Australian, soweit ich weiß. Und dadurch ist das entstanden, was wir jetzt hier auch als Projekt haben. Nämlich das Pilotprojekt wird dort sein. Die erste Bahn überhaupt weltweit, nämlich eine Bahn von der Universität Flinders zum Campus.
Das Ganze soll letztendlich bis zu einem Kilometer lang sein und der erste Teil umfasst jetzt 500 Meter. Damit startet man. Dort sind auch schon die Ingenieure, man sieht sie unten im Bild, schon vor Ort, die das Ganze eben planen und starten wollen, bevor es offiziell auch von russischer Seite hier gemacht wird. Wir sehen hier das Projekt in Flinders. Und zwar sehen wir hier unten eine Bahnlinie. Hier sehen wir eine Straße. Wir sehen hier schon, die stoppt hier. Wahrscheinlich sind hier diese Unebenheiten, die man nicht überwinden konnte. Das ist nämlich der Grund, warum man dieses Teilstück eben mit der Skyway-Bahn, sehen wir hier oben, bebauen möchte. Man hat hier auch eine ganz besondere Herausforderung, denn diese Skyway-Bahn muss hier bis zu 50 Meter in die Höhe, habe ich mir sagen lassen. Und das ist auch hier für die Skyway-Bahn keine Kleinigkeit. Aber man nimmt diese Herausforderung an, startet eben das ganze Projekt. Hier unten haben wir die Universität und es geht eben hier weiter bis zum Campus. Hier hinten wird dann auch die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel stattfinden. Das nur kurz zur Erklärung dieser Karte. Man hat das Ganze natürlich auch ganz groß in der Presse, das heißt Rundfunk und Fernsehen und unter anderem hier in Daily Telegraph promoted. Daily Telegraph ist eine große Boulevardzeitung, wie bei uns zum Beispiel die Bild-Zeitung oder eben wie man solche Sachen kennt. Und da hat man das ganz groß eben promoted, dieses Projekt der Universität in Flinders. Meines Erachtens ist gerade dieses australische Projekt ein ganz, ganz wichtiger Schritt, damit das Ganze auch weltweit zum Projekt ausgebaut wird. Ein weiterer wichtiger Meilenstein ist das, was wir hier sehen, nämlich im September, und zwar genau vom 20. bis zum 23. September, findet in Berlin, unserer Landeshauptstadt, eine Messe statt, die InnoTrans. Und dort wird auch Skyway vertreten sein. Und zwar, was ganz besonders interessant ist für denjenigen, der vor Ort sich das Ganze ansehen möchte, ich selbst werde hinfahren, nämlich am 23.09. wird auch Anatoly Junitsky vor Ort sein und dort eine kurze Präsentation abhalten. Also wen das interessiert, der sollte sich vielleicht speziell diesen Tag einplanen und für den Tag danach, für den 24.09. ist auch in Planung, dass Skyway Capital eine Konferenz abhält. Das ist aber wie gesagt erst in Planung, dazu habe ich noch keine nähere Information. Die InnoTrans selber, wer nicht weiß, was das ist einfach eine internationale Fachmesse für Verkehrstechnik. Und nun komme ich zu einem für uns sehr interessanten Teil, nämlich den organisatorisch-wirtschaftlichen und rechtlichen Teil für unsere Investitionen. Hier geht es darum, warum ist es rentabel für den Investor bei Skyway zu investieren? Erstens mal eben dank der profitablen Investitionsfinanzierung. Was heißt das? Wir, Sie wie ich, kaufen Firmenanteile mit einem erheblichen Preisnachlass. Und sobald das Unternehmen dann auf dem Aktienmarkt eingeführt ist, profitieren wir alle dann von der Unternehmenskapitalisierung, das heißt vom Wachstum. Die zweite wichtige Möglichkeit sind die Dividenden. Wer schon mal mit Aktien zu tun hatte, sicherlich viele von uns schon, der weiß, dass ein Unternehmen jährlich sogenannte Dividenden ausschüttet. Das ist immer unabhängig, ist immer abhängig, wie viel das Unternehmen eben an Gewinnen eingebracht hat und entsprechend werden hier Dividenden ausgeschüttet. Und mit all den Projekten, die eben von dieser Firma umgesetzt werden, werden wir für jeden gekauften Firmenanteil eben mit Dividenden belohnt. Zum Thema geistiges Eigentum, was meint man damit? Die Firma Skyway besitzt die sogenannten Exklusivrechte auf diese Stringtransporttechnologie. Und laut unabhängigen Experten wurde dieser potenzielle Marktwert für die Technologie auf 400 Milliarden Dollar geschätzt. Allein die Technologie. Also das ist schon eine ganze Menge.
Zum Thema Kooperationsperspektive, was verstehen wir darunter? Durch den rechtzeitigen Kauf von Anteilen, das heißt von Aktien dieses Transportunternehmens mit einem hohen Wachstumspotenzial, damit können wir rechnen, denn es sind schon über 100 Länder daran interessiert. Ich habe jetzt auch wieder gehört, Slowenien war jetzt eine Delegation erst und dann hat man wieder Abschlüsse gemacht, werden eben die Investoren enorme Gewinne erzielen können. Also, dass dieses Projekt wächst, davon bin ich absolut überzeugt. So, was wir hier sehen, das ist einfach das Abkommen, das insgesamt mehr als 60 Milliarden Shares, das heißt Aktien, ausgegeben werden dürfen an Aktionäre. Was für uns interessant ist, aktuell sind etwas über 20 oder 21, vielleicht auch schon 22.000 Aktien verkauft worden und es werden definitiv immer mehr. So, was Sie hier im Bild sehen, das sind die Zertifikate. Hier im Bild meine persönlichen. Ich habe hier meine Daten zur Verfügung gestellt, weil ich schon einiges abbezahlt habe. Eben, und sobald ich ein Paket bezahlt habe, bekomme ich so ein Zertifikat. Und zwar links im Bild unten, das ist dieses blaue Zertifikat. Das bekomme ich als Übergangslösung von der Skyway Capital. Das ist die Sammelstellung für die Gelder. Werde ich dann nochmal genauer erläutern, die Begriffe. Das ist, wie gesagt, eine Übergangslösung, bis das Ganze dann offiziell bei der Eurasian Rail Skyway System Holding Limited eingetragen ist. Und wenn es dort eingetragen ist, wird dieses erste Formular gecancelt. Das wird dann rot mit cancelled durchkreuzt, ist dann auch wertlos. Dann gilt eben rechts dieses Zertifikat. Und insgesamt werden dann alle Zertifikate oben in so einem Extrakt eingetragen. Das finden Sie alles in Ihrem Tool, dann sprechen Sie einfach hier mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner, wenn Sie hierzu Fragen haben oder natürlich auch uns in den diversen Chats. So, jetzt kommen wir zum Geldfluss generell. Wenn ich jetzt investiere, zum Beispiel wie in unserem Beispiel, ich investiere $200. Wo fließt dieses Geld zuerst hin? In unserem Fall in die Skyway Capital. Das ist eine von drei Sammelstellen. Warum die Skyway Capital? Weil die hat sich konzentriert eben auf den deutschsprachigen Bereich. Die werden nach und nach immer besser die Webseiten und alles auf Deutsch übersetzen. Wenn das jetzt noch nicht optimal ist, haben Sie bitte Verständnis, es wird noch hier einiges verbessert werden. Es gibt noch weitere Sammelstellen, eben die RSW System, hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal im Netz gesehen, oder die Skyway Invest Group. Aber für uns verantwortlich ist derzeit die Skyway Capital. Das ist die Sammelstelle unserer Investitionsgelder. Und es ist auch die Stelle, wie wir eben gesehen haben, die uns vorübergehend dieses blaue Zertifikat ausstellt als Pfand, als Garantie, dass wir unser Geld hier investiert haben. Und all diese Gelder aus diesen drei Stellen fließen dann in die Global Transport Investment Incorporation, kurz GTI. Was verstehen wir hier drunter? Das ist die Stelle, die, ich sage jetzt mal, die ausführende Kraft ist. Wir sehen es hier unten. ZAO, das ist nichts anderes wie das russische Wort, ich breche mir nicht die Zunge ab, für das Konstruktionsbüro. Hier wird alles geplant, verbessert für diese Stringtechnologie und natürlich wird unter anderem auch das geplant, wohin jetzt derzeit unsere Gelder fließen, nämlich dieser Ökotechnopark. Die Gelder werden gebraucht, zum Beispiel für das Projekt, auch für den Businessplan, der natürlich erstellt werden musste, für die Baugenehmigung, für die Baubeschreibung, den Erwerb des Grundstückes, das schenkt uns ja auch keiner, und natürlich für die ganzen vertraglichen Sachen, denn auch die Anwälte möchten ja ihr Geld haben. Also dazu wird das Ganze derzeit eben verwendet, was wir aktuell einzahlen. Aber wie gesagt, diese Global Transport Investment Incorporation ist eigentlich die ausführende Kraft, das ist das Planungsbüro, damit werden alle Aktivitäten technisch oder eben Grabarbeiten, alles was so notwendig ist, ausgeführt.
So, und jetzt kommen wir zu ein paar weiteren Begriffen, die ich im Vorfeld erklären möchte. Denn das Ganze ist natürlich schon etwas verwirrend. Also das eine ist eben die ausführende Kraft, diese GTI. Dann haben wir hier noch die Skyway Capital, die die Gelder sammelt. Und diese Gelder werden aber abgedeckt, nämlich wir bekommen einen sogenannten Garantieschein, die Aktie. Die bekommen wir aber nicht von der Skyway Capital, die wir schon hörten, sondern von dieser Eurasian Rail Skyway System Holding, die berechtigt ist, diese Aktien auszugeben. Und diese Holding ist einzig und allein für die Aktienvergabe und für die Garantie hier verantwortlich. Und dann haben wir oben noch den Garantiegeber selber. Das ist zum Beispiel der Firmeninhaber mit seinen Leuten, nämlich die Unisky Corporation. Das sind die Unisky Corporation. Das sind diejenigen, die die Patente halten. Also nochmal, Patenthalter, und diese hier sind die, die Aktien ausgeben, und das andere sind die Techniker, die Ausführer. Und Skyway Capital ist einfach nur die Geldsammelstelle. So, und diese Holding gibt uns eben als Pfandschein diese Aktien. Und diese Aktien machen uns vom Investor dann, weil ich einzahle, zum Aktionär. Jetzt haben wir hier diesen Betrag 20.000 und eben hatten wir 200. Gut, ich bekomme für 200 Dollar aktuell 20.000 Aktien von dieser Holding. So, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal genauer an. Also wie gesagt, ich habe 200 Dollar investiert. Hier haben wir wieder einen neuen Begriff, alles sehr verwirrend, nämlich den Diskont. Der Diskont ist sehr bedeutend für uns, was wir für unser Geld bekommen. Nämlich das Ganze ist unterschiedlich. Dieser Diskontwert heißt nichts anderes. Für einen Dollar, den ich investiere, bekomme ich hier bei einem Diskont von 1 zu 100, 100 Anteile oder 100 Aktien. Deshalb 220.000. Hier ist eben dieser Diskont von 1 zu 100 zugrunde gelegt. Das heißt, ich bekomme für 200 Dollar 20.000 Aktien. Das sieht man hier auch dann auf diesem Zertifikat. Hier, diese 20.000 Aktien für die 200 Dollar. So, jetzt kommt noch etwas, was auch sehr von Bedeutung ist für uns als Investoren. Diese Aktien sind bis zu einem Dollar steuerfrei. Das heißt, wenn wir hier 200 investieren, zahlen wir vielleicht einen Cent. Aber das Ganze ist bis zu einem Dollar steuerfrei. Erst wenn die Aktie mehr als einen Dollar wert wird, müssen wir zum Steuerberater und der müssen praktisch hier das Ganze versteuern. Dann tun wir es auch gerne. Also wie gesagt, es wurde von der Firma so festgelegt, bis zu einem Dollar je Aktie ist das eben steuerlich so festgelegt, dass es steuerfrei bleibt. So, würde das jetzt, und damit ist natürlich zu rechnen, diese Aktie einen Dollar wert, dann würden wir, sehen wir links im Rechenbeispiel, 20.000 Dollar haben minus die 200. Das wäre jetzt eine Rendite von 19.800. Das ist natürlich jetzt nur als Fiktivbeispiel. Wir wissen ja aus Erfahrung bei solchen Projekten, dass es wahrscheinlich nicht bei einem Dollar bleibt, sondern dass sich das im Laufe der Jahre 3, 5, 10, vielleicht 20 oder noch mehr Dollar entwickeln wird. Und da kommt es natürlich dann, wenn man das Durchhaltevermögen hat, kann man natürlich hier ganz stark von den Dividenden profitieren. Aber wer nicht so lange warten möchte, für den ist das hier interessant. Nämlich die Rücknahme muss nicht unbedingt diese 3 bis 5 Jahre dauern, dieser Zeitraum, weil man plant hier schon einen internen Handel, vielleicht schon im nächsten Jahr, dass man die Möglichkeit hat, entweder die Anteile an die Firma zurückzuverkaufen oder vielleicht an andere Privatinvestoren, die sonst keine Möglichkeit mehr hätten. Aber das wird sich dann erst nächstes Jahr eben genauer offenbaren. Also das zum Thema. Dieser Diskont, wie gesagt, ist wichtig, einfach wie viele Teile bekomme ich. Ich werde das nochmal genauer erläutern anhand von Beispielen. Und zwar hier haben wir zum Beispiel diese Ratenzahlungspakete.
Rechts unten im Bild, das sind die ganz normalen Ratenzahlungspakete im, sage jetzt mal, relativ kleineren Bereich von bis. Nehmen wir mal das linke Paket mit diesen 26.250 Shares. Hier würde man im Monat 25 Dollar leisten müssen, und zwar das Ganze 10 Monate lang. Das heißt, insgesamt beläuft sich das Ganze dann auf 250 Dollar. Wenn ich die erste oder eine Doppelrate bezahle, dann bekomme ich noch extra Shares drauf. Dann würde ich insgesamt 35.250 Shares oder Aktien erhalten. Gut, für meine 250. Wenn ich das Ganze dann durch 250 rechne, dann komme ich auf einen Wert von 1 zu 141. 1 zu 140 heißt, ich bekomme für einen Dollar 141 Aktien. Und wenn das Ganze dann mal ein Dollar wert wird oder mehr, dann können Sie es hochrechnen. Das ist schon lukrativ. Wenn Sie natürlich ein größeres Paket nehmen, dann ist es entsprechend immer im Verhältnis, wird es mehr. Nehmen wir als Vergleich das letzte zum Beispiel. Hier würden wir 8 Monate lang 200 Dollar investieren, das heißt insgesamt 1800. Würden wir insgesamt 549.000 Shares erhalten, dann hätten wir schon ein Verhältnis von 1 zu 305. Das heißt 1 Dollar 305 Anteile. Also wesentlich lukrativer, weil ich natürlich auch eine wesentlich größere Investition tätige. Und man sieht es hier unten im Bild, also man kann sich das wie gesagt gut ausrechnen, die Gesamtanzahl durch den Betrag ergibt dann das Verhältnis. Unten in den Beispielen ist das Verhältnis sogar eingetragen, hier von 270 bis 325 Discount. Was ich noch an dieser Stelle näher erläutern möchte, sind diese ganz neuen Pakete, nämlich das Baby- oder das Stuttend-Paket. Was heißt das? Ich kann zum Beispiel für mein Kind, ich habe jetzt eine 10-jährige Tochter, könnte ich jetzt eines dieser Pakete wählen. Ich lege es an, ich zahle auf Raten im ersten Paket zum Beispiel monatlich 65 Dollar und zwar in 8 Raten. Das heißt insgesamt 585 Dollar. So, dieses Paket, wenn ich abbezahlt habe, dann bekomme ich ein separates Formular und zwar einmal, wo ich den Namen meines Kindes eintrage, denn dieses Paket läuft dann auf den Namen meines Kindes. Und zusätzlich noch ein Formular, das ich dann ausfüllen muss als Investor. Ich bin dann der sogenannte Verwalter für das Kind, bis dieses Kind 18 Jahre ist. Und erst mit 18 Jahren kann dieses Kind dann über dieses Paket verfügen. Dadurch ist es natürlich auch sehr interessant von den Konditionen, weil es entsprechend lange auch gehalten werden muss. Man kennt sowas Ähnliches ja zum Beispiel von Aussteuerversicherungen oder Ausbildungsversicherungen. Und das kann man hier auch bei Skyway machen, eben mit diesen beiden Paketen. Ich finde es sehr interessant. Man kann es machen für Kinder, für Enkelkinder, aber auch zum Beispiel für ein Patenkind, Neffen oder Nichten. Hier haben wir noch weitere Pakete. Aktuell gibt es diese InnoTrans-Pakete. Hier kann man die Anzahl der Shares steigern. Und zwar, wenn ich jetzt hier das obere anschaue, zahle ich die ersten 1.000 Dollar, bekomme ich 235.000 Anteile. Kaufe ich dieses Paket nochmal, bekomme ich schon mal 35.000 mehr. Kaufe ich es ein drittes Mal, bekomme ich wieder mehr. Kaufe ich es ein viertes Mal, bekomme ich wieder mehr. Also man steigert hier mit jeder Zahlung die Anzahl. Das ist einfach der Lohn dafür, dass ich bereit bin, so viel zu investieren. Oder es gibt natürlich auch noch Pakete wie diese hier, die in größeren Dimensionen sich belaufen, wo ich einfach die Beträge auf einmal zahlen kann. Hier ist das Ganze nochmal aufgelistet. Hier haben wir die einzelnen Teile noch, die einzelnen oberen, die Ratenzahlungspakete oder hier unten nochmal, hier kann man es lesen, die InnoTrans-Pakete. Wenn ich alle vier kaufen würde für diese 4.000, dann würde ich dafür 1.095.000 Anteile insgesamt bekommen durch diese Steigerung dieser Raten oder dieses, was man erhält. Und natürlich hier für diejenigen, die ganz viel investieren wollen, zum Beispiel die 50.000, die würden hier zum Beispiel 16.750.000 bekommen. Gut, sowas soll es ja auch geben.
Jetzt kommen wir auch zu einer Sache, die Sie sicherlich vielleicht interessieren wird, nämlich die einzelnen Etappen dieser Technologie. Das Ganze wurde 1978 gestartet, eben mit der Entwicklung dieser Technologie. Dann ging das 2014 in die Entwicklung des Designs. 2015 startete man das Bauvorhaben und derzeit befinden wir uns in der Demonstrations- und Zertifizierungsphase. Wir hörten ja heute schon Ökotechnopark, Zertifizierung, Demonstration, Präsentation. Genau in dieser Phase bewegen wir uns. Der Ökotechnopark soll eben bis Spätherbst, spätestens Ende des Jahres fertig werden und dann werden dort eben auch die Zertifizierungen durchgeführt und auch die Präsentationen. Und für nächstes Jahr ist dann eben die Markteinführung geplant. Also wir sehen schon, wir sind schon ganz nah dran. Wenn wir jetzt investieren, brauchen wir gar nicht mehr so lange warten, wie vielleicht diejenigen, die 2014 gestartet haben. Wir sehen hier, wir bewegen uns derzeit in der Phase 7, nämlich Juni bis Juli. Und zwar haben wir aktuell eine Kondition vom Verhältnis her von 1 zu 36 bis 1 zu 400. Warum habe ich hier diese kleine Zahl? Ich könnte natürlich auch nur mit 15 Dollar investieren. Dann hätte ich einen Verhältniswert von 1 zu 36. Das heißt, ich würde für 15 Dollar 540 Anteile bekommen, 540 Aktien. Gehe ich natürlich in andere Größenordnungen, kann ich bis zu 400 pro Dollar bekommen. In dieser Phase werden insgesamt 7 Milliarden Aktien vergeben. Jetzt schauen wir uns dann das Ganze nochmal als Gesamtes an. In der Phase 5, das war August bis Dezember letzten Jahres, hat man insgesamt 5 Milliarden Aktien ausgegeben. Und zwar hatte man hier das Verhältnis, hier sind bitte nur die Pakete zugrunde gelegt, also nicht die kleinen Beträge, wie ich es eben erwähnt habe, sondern nur die Pakete, die ich anfangs erklärte, hatte man das Verhältnis eben von 1 zu 200. Wenn Sie sich erinnern, unser kleinstes war zum Beispiel 1 zu 141. Man merkt schon den Unterschied. Und das größte 1 zu 640. Aber ist klar, die hatten natürlich auch eine viel längere Wartezeit, wie wir jetzt. In der Phase 6 war es dann 1 zu 150 bis 1 zu 500 und wir sind derzeit eben in der Phase 7 und wir haben hier ein Verhältnis von aufgerundet 1 zu 150 bis 1 zu 400. So, Sie werden jetzt vielleicht sagen, ja Moment, warum ist es hier Mai 2016 und hier April 2016? Das liegt einfach daran, dass die Phasen ineinander übergehen. Also jede Phase sammelt Gelder für gewisse Projekte. Und wenn dieses hier noch nicht abgeschlossen war, die Phase 6, dann geht es eben noch über in die Phase 7. Deshalb diese unterschiedlichen Monate, dass wir hier nochmal mit April starten. Und die Phase 8, hier werden dann auch nochmal 7,5 Milliarden Anteile vergeben, wird sich dann bewegen mit 1 zu 125 bis 1 zu 300. Also es lohnt sich schon, bald zu investieren, denn das kann richtig Geld kosten, wenn man hier zu lange zögert, weil schauen wir uns nur mal hier die kleineren Pakete an. Hier 150 und hier 1 zu 125. Und wenn man das Ganze dann mal in Dollar umrechnet, die man pro Share bekommen könnte, dann wird das natürlich sehr teuer, wenn man wartet, wenn man eben investieren möchte. Hier habe ich noch zum Ende meiner Präsentation ein paar Bilder, in welcher Bauphase wir uns aktuell bewegen. Ich erwähnte ja bereits, der Ökopark bewegt sich in der Endphase der Herstellung. Wir sehen oben im Bild jeweils die Bilder, wie es fertig aussehen soll und unten den derzeitigen Baustand. Das hier ist ein Bahnhofsgebäude, zum Beispiel bei der Schnellbahn. Und oben ist eben eine Stringschiene auf diesen Pfosten. Hier, man sieht hier schon, das Ganze ist schon fertiggestellt. Ich glaube, hier handelt es sich um das Unibike. Also legen Sie mich jetzt nicht fest, aber ich glaube, das ist die Fertigstellung der Unibike-Pfosten ist hier eben aufgebaut. Habe ich heute was gelesen, es müsste sich hier um die Unibike
Strecke handeln. Und hier haben wir auch das fertige Element und hier sind wir noch nicht ganz so weit. Aber die bauen hier ganz eifrig dann. Es gibt auch kein Wochenende, kein Wochenendstopp, wie ich heute von der Jana lesen durfte. Also die arbeiten richtig heftig an diesem Projekt. Man möchte eben diese Zertifizierung, sodass man nächstes Jahr eben mit den Pilotprojekten und mit den Projekten generell starten kann. Ich habe heute auch mitbekommen, auch mit Slowenien hat man schon jetzt Verträge geschlossen. Also es schreitet ganz stark voran. Ich bin jetzt mit meinen Ausführungen am Ende angelangt. Wir gehen jetzt in die dritte Runde, nämlich in unsere Fragerunde. Und ich lade Sie jetzt natürlich herzlichst dazu ein, dass Sie uns jetzt Ihre Fragen stellen. Und soweit es möglich ist, werden wir sie beantworten. Meine Unterstützung natürlich mit der Jana. Hallo, hört man mich? Ich glaube schon. Grüße, ich höre dich nicht mehr. So, Bild ist schon mal da, jetzt wenn der Ton auch noch kommt. Wann genau wird die Phase 7 enden? Also Jana, wenn ich das richtig habe, ist geplant, Ende Juli wird es von den, zumindest wird es Preiserhöhungen geben. So viel kann ich schon mal sagen, das ist in der Planung. Richtig, Jana? Genau, geplant wurde es auf Ende Juli. Kann sich auf ein, zwei Wochen vielleicht nach in August verschieben. Aber das kommt darauf an, wie fleißig wir alle sind und wie fleißig wir alle investieren. Also es liegt praktisch an uns, je mehr wir das ganze Projekt weiterempfehlen, je mehr wir Leute reinbringen, die sich was Gutes tun wollen, das ist meine persönliche Meinung zu diesem Projekt, desto schneller wird diese Phase beendet sein. Ich kann nur jedem empfehlen, die letzte Preiserhöhung belief sich auf 30%. Das war schon ganz schön erheblich. Also wer hier investieren möchte, startet das rechtzeitig, wartet nicht zu lange. Denn das kostet euch auf Sicht gesehen richtig Geld. Was kann man verdienen? Nun, das kommt natürlich, denke ich mal, ganz drauf an, wenn ich jetzt bei einem Centpreis, jetzt rechne ich jetzt mal ungefähr Pi mal Daumen, den Anteil einkaufe und der wird nur einen Dollar wert, dann können Sie sich ausrechnen, wie viel Wertsteigerung Sie haben werden. Das ist schon heftig, das ist eben dieser hundertfache Wert oder bei größeren Investitionen aktuell bis zum 400-fachen Wert. Also im Prinzip. Ich glaube, genau, Udo meint den Masterplan, den Marketingplan. Hier geht es um die Empfehlung, was bei Empfehlung möglich genau. ist. Hat die Jana das richtig so verstanden? Ja, so sieht's aus. Geht es um die Empfehlung? Ja, er hat genau geschrieben. Okay, ich kann es hier ein bisschen schlecht lesen. Moment mal. Okay, gut. Bei der Empfehlung ist es so, es gibt verschiedene Möglichkeiten, direkte Empfehlungen. Dann kann man 15% bekommen für die Empfehlung der eingezahlten Gelder. Und in den weiteren Linien nach unten kommt es darauf an, wie viele ich insgesamt mache. Das kann man nicht so pauschal sagen. In der Startphase sind es meines Wissens 5, 4, 3, 2 oder 15, 4, 3, 1. Jana, habe ich das richtig im Kopf? Ich glaube schon, aber ich denke, der Udo soll sich einfach Linie 15%. Aber das kann man alles gut in der Webseite sehen. Da gibt es den Marketingplan. Bitte den direkten Ansprechpartner ansprechen. Der erklärt es sicher. Oder wenn man noch nicht dabei ist, einfach derjenige, der Sie empfohlen hat hier zu diesem Webinar, sprecht mit der Person. Wir können natürlich auch Auskunft geben, wenn Sie dann dabei sind. Und auch mal hier unterstützend eingreifen über diese Chats
die wir auch unterhalten. Vor allen Dingen die Jana und der Emil haben Chats in Skype, da kann man auch Fragen stellen. Und wenn wir das mitbekommen, dann können wir auch über Bildschirmübertragung das mal erklären. Genau, kommt auf die Aktivität der Person an und der Marketingplan ist ziemlich gut. 15 bis 17%, ja, das ist auch irgendwo richtig. Wenn man sehr aktiv ist, dann ist je Anteil, je Rate in der ersten Linie, die reinkommt, steigert sich das Ganze. Man kann bis zu 3% mehr erreichen, wenn man sehr aktiv ist. Das ist richtig. Aber wie gesagt, das sollte man hier nicht in diesem Webinar im Detail erläutern, sondern das sollte man sich ansehen und dann kann man das in aller Ruhe besprechen. Das sind noch ein paar mehr Faktoren, die man beachten kann oder sollte. Genau. Ich glaube, Udo hat auch noch eine Frage gestellt. Wo entsteht der Park? Gibt es der Ökotechnopark, gehe ich davon aus. Welcher Vertrag ist hier gemeint? Nein, der Park. Ökotechnopark. Ökotechnopark? Wo der entsteht. Wo der entsteht? Ja, in Minsk. Ja, in Minsk. Ich habe das schon erwähnt. In der Nähe von Minsk. Minsk in Weißrussland, genau. Genau. Die Stadt heißt Marian Gorka. Wir haben da ein Grundstück bekommen, wo 36 Hektar groß ist und können ihr Park aufbauen. Noch Gibt es noch Frage? Weitere Fragen? Ist ja schön, wenn Sie keine Fragen haben, dann haben wir vielleicht weitgehend ja, Ihre natürlich. Fragen abgedeckt. Die nächste Frage ist, können wir die Shares weltweit vertreiben? Ja, natürlich. Kann das? Ah ja, okay. Ja, es ist ein Weltprojekt. Ja. Dann können wir das natürlich auch überall empfehlen. Mittlerweile sind schon 38 Länder dabei. Die Inbetriebnahme des Ecoparks ist auf Ende dieses Jahres geplant, nachdem die Fahrzeuge im September bei der Berliner Messe dabei waren und gezeigt worden sind, werden sie nach Minsk gebracht. Und dann wird die Strecke im Fahrbetrieb ausprobiert. Ach, übrigens, es könnte Oktober, November werden. Entschuldigung, Jana, mir fällt gerade ein, ich habe etwas nicht erwähnt. Bei der Messe in Berlin soll eben das Unicar und das Unibus, wenn es rechtzeitig fertig wird, vorgestellt werden auf einer Fläche von, ich weiß nicht, 54 oder 56 Quadratmetern. Genau. Die Technologie ist noch nicht zertifiziert. Die wird erst zertifiziert eben im Technopark. Diese Zertifizierung genau. soll eben nach Fertigstellung dieses Technoparkes stattfinden. Sobald das Land sich entscheidet, die Technologie einzusetzen, wird die Zertifizierung dieses Landes durchlaufen. Es wird Step by Step eingeführt. Übrigens habe ich auch gehört, dass auch in Australien ein Technopark geplant ist. Das wird vielleicht auch den einen oder anderen interessieren. Denn in Australien, dieses Projekt in Flinders soll ja auch als Vorführ- oder als Pilotprojekt dienen, aber natürlich wird dort nur das Ganze eben live zu sehen sein, aber nicht die anderen Transportmöglichkeiten. Und um das eben auch in Australien zeigen zu können, wird man dort auch einen Technopark bauen. Australien ist ja auch prädestiniert für diese Technologie, das ist sehr, sehr weitläufig und da kann man eben diese Bahn sehr nützlich einsetzen, weil es relativ kostengünstig ist, wenn man es jetzt mal mit Straßenbau vergleicht. Nicht. Genau. Gut, mache ich, Udo. Ich soll ihn anskypen. Ich habe es gelesen.
Sind noch Fragen, die wir nicht beantwortet haben? Sieht nicht danach aus. Sieht nicht danach aus? Gut. Dubai ist, ich glaube, da gibt es sogar schon Vorverträge, oder, Jana? Genau. In Arabischen Emiraten findet 2020 eine Weltausstellung statt. Und wir haben schon die Vorverträge mit Skyway geschlossen, um eben diese Technologie bei der Weltausstellung einsetzen zu können und warten jetzt tatsächlich auf die Zertifizierung und dann lassen sie es bauen. Es werden in mehreren Ländern die Gespräche parallel geführt, wir wissen von einigen, aber noch nichts Konkretes, weil das ein bisschen so im Geheimen abläuft. In der Geschäftswelt muss man ein bisschen leise den Markt betreten. Sonst wird man weggefegt. Also Russisch kann ich nicht, Jana, das musst du jetzt lesen. Okay, ich übersetze gleich. Genau, die führen schon die Gespräche für die Verträge in Dubai. Genau. Das hat der Wladimir Maslow geschrieben. Falls ihr irgendwelche spezifischen Fragen habt, steht er uns zur Verfügung und kann sich mit dazu einschalten. Die nächste Frage von Mario. Die Finanzierung des Technoparks ist gesichert oder wird das mit den momentanen Shares-Käufern finanziert? Ich würde sagen, Jana, das kannst du besser beantworten. Wir haben es ja heute erwähnt, unsere Gelder fließen in diesen Technopark. Ob das jetzt davon abhängig ist, also ich denke mal, mehr oder weniger wird das schon gesichert sein. Jana, weißt du Näheres darüber? Ja, es ist so, wir haben extra Ratenpakete erstellt, damit das eben planbar ist. Wenn man jetzt für 10 Monate ein Paket gekauft hat, weiß die Firma 100%, das Geld kommt dann. Entweder in 10 Monatsraten oder auf einmal oder in 2. Aber das Geld kommt auf jeden Fall. Deswegen hat man eine Sicherheit, dass das Geld fließt, dass das Geld ankommt. Und so wie es aussieht, finanzieren wir das jetzt momentan mit circa 1 Million Dollar im Monat. Und jeden Monat steigt die Anzahl des Geldes, was jetzt in das Projekt fließt. Also finanziell sind wir auf der sicheren Seite. Wenn nichts Schlimmes passiert, irgendein Bürgerkrieg ausbricht, in der ganzen Welt heißt das dann Weltkrieg, dann kann eigentlich gar nichts schief gehen. Aber das Geld, was jetzt eingezahlt wird, fließt hauptsächlich in das Projekt, was gebaut wird. Noch weitere Fragen? Das steht ja kurz bevor. Wer steht kurz bevor? Der ist bald fertig, ja, wenn es um den Technopark geht. Aha, dein Krieg. Naja, gut. Das hoffen wir mal nicht. Ich bin da optimistisch, ich sag nein. Genau, nein, ich sag auch nein. Dann brauchen wir unser Geld auch nicht mehr. Wir machen alle nicht mit, dann kann auch kein Krieg stattfinden. Genau. Wir weigern uns alle. Nein zu Krieg, nein zu Krieg. Okay, ich glaube, wir sollten hier nicht über Politik diskutieren. Genau. Es geht hier einzig und allein um Fragen, die wir haben zu diesem Projekt. Sind noch offene Fragen da? Sieht nicht so aus. Ich glaube, wir hören für heute auf. Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann werden wir dieses Webinar heute soweit beenden. Ich danke Ihnen nochmal für Ihre Aufmerksamkeit und ich möchte Sie bitte auffordern, all diejenigen, die vielleicht investieren möchten, sich das erstmal angesehen haben, wenden Sie sich bitte an die Person,
die Sie zu diesem Webinar eingeladen hat. Und dort bekommen Sie dann auch Schritt für Schritt erklärt, wie man sich einträgt, wie man investiert und was so alles damit zusammenhängt. Ich kann es nur empfehlen, machen Sie es nicht alleine, lassen Sie sich helfen. Es ist schon etwas, ja, gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Ich wünsche einen wunderschönen Abend noch und ich danke, wie gesagt, für die Aufmerksamkeit.